wunderbare Bachstück. Inhaltlich ist der Aufbau wie folgt. Im ersten Teil wird kurz aufgezeigt, Zahlungsströme im täglichen Leben. Dann geht es auf die eigentlichen Ungleichgewichte im Euroraum ein. Dann geistige Hintergründe, was steckt hinter der Situation, in der wir momentan stehen. Und im letzten Teil sollen Wege aus der Krise angesprochen werden. Zum einen, was können wir gemeinsam tun? Zum anderen, was kann jeder Einzelne tun? Wer zahlt an wen die tagtägliche Umverteilung? In jedem Produkt, das wir kaufen, in dem Produktpreis, ob es jetzt der Pulli ist oder eine Wasserflasche oder eine Semmel, gibt es von der Kostenseite her zwei Bestandteile, nämlich Arbeit und Kapitalkosten. Beispielsweise der Landwirt, der den Boden beackert und die Frucht hervorzaubert aus dem Korn, er braucht Boden. Auf diesem Boden ruhen entweder Pachtansprüche, wenn es gepachtet hat, das Land, oder wenn er Kredit aufgenommen hat zum Kauf, ruhen darauf Zinsansprüche, oder wenn es ihm selbst gehört, ruhen darauf Eigenkapitalverzinsungsansprüche. Der Traktor, den er fährt, der Mähdrescher, das Saatgut, das Korn selbst ist ein Kapitalgut. Darauf ruhen auch entweder Zinsansprüche durch die Bank oder Eigenkapitalansprüche. Und diese Kosten wandern in den Kornpreis und dann noch die Arbeitskraft des Landwirtes selber. Das Korn wandert zur Mühle, die Mühle braucht Boden, auf dem Boden ruht wieder Bodenpacht, ein Bodenpreis. Die Mühle selbst ist ein Kapitalgut, da ruhen wieder Zinsansprüche oder Eigenkapitalansprüche drauf und der Müller selbst. Dann wandert das Mehl zum Bäcker, der braucht auch wiederum Boden, Kapital und Arbeit, sodass am Ende des fertigen Produktes, wir genießen, in jedem Produkt ein sogenannter Kapitalanteil enthalten ist. Manchmal wird es auch verkürzt als Zinsanteil, das ist aber eigentlich nur eine Verkürzung. Ja, es ist nämlich Eigenkapital, Bodenrente und Zins, diese drei Komponenten. Und der Anteil in den Produktpreisen im Durchschnitt liegt etwa bei 30 bis 38% auf dem Endverkaufspreis von allen Produkten, die wir kaufen. Die sind eben sehr unterschiedlich. Manchmal sind die Kapitalanteile sehr hoch und manchmal sind sie sehr niedrig. Es geht hier ökonomisch gesehen um Rentenzahlungen, Renten. Das sind also, wie wir von Begriff Rentner wissen, Zahlungen, wo ich nicht für arbeiten muss. Das ist auch ganz in Ordnung so, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat. Hier wird ökonomisch jetzt nur darauf abgestellt, dass ich dafür nicht arbeiten muss, dass ich nur die Hand aufhalte, weil mir Boden gehört und ich dafür eine Rente beziehe, ein arbeitsloses Einkommen beziehe. Wo fließt dieses Geld hin und um welche Größenordnung handelt es sich da? Es handelt sich momentan um eine Größenordnung von etwa 500 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland. Die Zahlen sind von dem Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft, das sind die sogenannten fünf Weisen, die Frau Merkel beraten, die Bundesregierung, also ganz hochoffizielle Zahlen, die beziffern diese Nicht-Arbeitseinkommenszuflüsse bzw. Renteneinkommen aus Zinsen, Dividenden und Boden auf etwa 500 Milliarden Euro pro Jahr. Also es geht um eine ganz erhebliche Summe, das ist ein Fünftel des deutschen Sozialproduktes. Und wenn wir abziehen, dass wir ja investieren müssen, um das Ganze am Laufen zu haben, wenn wir es nur auf den Anteil beziehen, den wir als Verbraucher ausgeben, dann kommt eben etwa dieser Anteil von einem Drittel zustande. Wo fließt dieses Geld hin? Und es sind maßgeblich substanzielle Beträge. Es geht hier nicht um wenige hunderte Millionen, sondern es geht wirklich um sehr, sehr große Zahlungen. Wo fließen die hin? Das Schaubild hier ist vom Deutschen Institut für Wirtschaft in Berlin, ein öffentliches Institut. Dort ist abgebildet die Verteilung des Nettovermögens in Deutschland nach 10 Zehntelen. Ganz rechts außen sieht man die reichsten 10% der deutschen Haushalte, etwa 3,8 Millionen Haushalte. Ganz links sind die armen Schlucker. Nettovermögen heißt Vermögen, wenn ich ein Haus habe, abzüglich Schulden. Und man sieht an diesem Bild, dass auch zum Beispiel der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verwendet, das sind also ganz offizielle Zahlen, sieht man, dass die untere Hälfte der deutschen Bundesbürger netto praktisch kein Vermögen hat. Laut Aussage der momentanen Bundesregierung haben die unteren 50% in Deutschland 1% des Nettovermögens. Also de facto ist die untere Hälfte der deutschen Bevölkerung vermögensfrei, laut Frau Merkel, laut Bundessozialministerium, während das Vermögen relativ stark am oberen Ende konzentriert ist, relativ stark bei dem obersten Zehntel, die haben etwa 60% und das zweite Zehntel nochmal 19%, sodass die oberen 20% in Deutschland etwa 80% des Gesamtvermögens halten.
Und über diese täglichen Transaktionen, dass wir wohnen müssen, dass wir uns kleiden müssen, dass wir Semmeln kaufen, Brot kaufen, fließt täglich, auch wenn ich keinen Kredit bei der Bank habe. Also ich zahle keinen Zins, so ist es nicht richtig. Ich zahle ständig diesen Zinsanteil, Boden- und Dividendenanteil. Und der fließt von allen Konsumenten zu relativ wenigen. Also von etwa 90% zu circa 10% in Deutschland. Das Bild hat auch Frau Kennedy heute Morgen schon gebracht. Es war aber nicht abgestimmt von Helmut Kreuz. Man kann es auch mit dem Zinseszinseffekt umschreiben, der Josefspfennig. Sie sagt, wenn Maria und Josef bei der Flucht nach Ägypten im Jahre 1 einen Pfennig angelegt hätten für 4% Zins, so wäre daraus bis 1750 etwa einmal die Erdkugel aus Gold geworden. Das heißt, alle anderen hätten nichts mehr. Maria und Josef hätten alles und mehr als alles, weil die Erde hat gar nicht so viel Gold. Also ist jetzt ein bisschen abstraktes Beispiel weit weg. Letztes Jahr im Sommer ist so durch die Presse gegangen, ein relativ lustiges Ereignis, dass die Gemeinde Mittenwalde, südöstlich von Berlin gelegen, die hat einen Schuldschein gefunden aus dem Jahre 1562, wonach der Stadt Berlin 400 Goldgulden geliehen worden sind, zu einem Zinssatz von 6%. Und nachdem der Schuldschein sich noch beim Bürgermeister von Mittenwalde fand, hat er gesagt, Berliner hat nicht zurückgezahlt. Also Berliner, jetzt zahlt zurück. Und dann haben wir gerechnet, und wenn man nur einen Gulden mit einem Euro gleichsetzt, was ja nicht stimmt, ein Gulden hat viel höhere Kaufkraft als ein Euro heute, dann kommt man auf eine Rechnung von 6.617 Billionen Euro heutigen Geldes. Das ist 2.600 Mal das deutsche Sozialprodukt. Berlin kann nicht zahlen. Also man sieht auch schon, bei kürzeren Zeiträumen, diese Exponentialfunktion, die muss explodieren, und alle Mathematiker, Naturwissenschaftler sagen immer, na logisch, Exponentialfunktion, so ist es. Die Ökonomen haben da mehr Schwierigkeiten damit. Also, und noch jetzt, also das sind irreale Dinge, aber das dritte ist ein reales Ding. Wenn man zum Beispiel 1919 einen Dollar in Coca-Cola-Aktien investiert hat, so sind im Laufe von 74 Jahren daraus 51.000 Dollar geworden. Und das ist ganz real. Ja, da hat sich ein Dollar für 51.000-facht. Da haben wir diese Prozesse, die an den Aktienmärkten tatsächlich ablaufen. Und man kann es vergleichen mit einer Bazilleninfektion oder einer Vireninfektion. Auch diese kleinen Lebewesen in uns vermehren sich exponentiell, und wir merken das lange Zeit nicht, solange der Organismus gesund genug ist. Aber wenn sie eine bestimmte Masse erreicht haben, dann tritt die Krankheit auf und dann liegen wir da nieder. Ähnlich Krebszellen wachsen auch exponentiell, wir merken das lange nicht. Und wenn wir es merken, dann ist es oft spät und dann wird es gefährlich. Also man kann diese Prozesse, die dort ablaufen, auf den Organismus übertragen mit so Exponentialwachstum, und das kann dann leicht kritisch werden. Noch eine Zahl von dem Tax Justice Network. Es werden sehr viel von den großen Vermögen auf sogenannten Offshore-Zentren in Sicherheit gebracht, unterliegen da keine oder sehr geringe Steuer. Und dieses Tax Justice Network, mit dem ich vor kurzem Kontakt aufgenommen habe, der mir sehr interessante Zahlen genannt, wonach die oberen 0,14% der Erdbevölkerung besitzen demnach 81% des Nettofinanzvermögens der Erde. Nettofinanzvermögen heißt Aktien, Geldpapiere, Anleihen. Also die oberen 0,14%, 81%. Wir sprechen da also von Konzentrationsprozessen in unglaublichem Ausmaß. Und je höher die Vermögen, desto höherer Anteil ist, das ist diese rote Spalte, in steuerliche Sicherheit gebracht. Die unterliegen zum Teil mehr als die Hälfte praktisch keiner Steuer de facto. Was sind die Folgen dieser zunehmenden Ungleichverteilung? Das soll nicht hier ins Moralische gehen, sondern die ökonomischen Auswirkungen. Diese Prozesse, die geschildert worden sind, Zinseszinseffekt, Mietzahlungen, die wir täglich zahlen, für die Prozesse, die täglich ablaufen, führen dazu, dass die Ungleichverteilung im Laufe der Zeit stärker werden muss. Das ist ein ökonomisches Gesetz. Und wir sehen das auch seit circa 1980, nachdem letztlich die Wiederaufbauphase in Mitteleuropa und in Asien abgeschlossen war, dass die Ungleichverteilung deutlich zunimmt auf der ganzen Welt. Hier ein Bild zu USA von 1915 bis 2007, bis Ausbruch der Krise. Diese rote Wurm in der Mitte zeigt an den Anteil, den die oberen 1% der US-Amerikaner am Sozialprodukt haben, also der Anteil vom Kuchen, den sie abbekommen von dem täglich erwirtschafteten.
Man sieht ja, dass in den 50er bis 80er Jahren dieser Anteil der oberen 1% so zwischen 12% und 8% gependelt hat und dann mit Amtsantritt Ronald Reagan relativ stark hochgegangen ist auf zuletzt 23%. Und nur einmal in den letzten circa 100 Jahren war es auf einem ähnlich hohen Niveau und das war 1928. Und das verheißt jetzt, wenn man so einen Blick in die Geschichte wirft, nicht so Gutes, ja, denn nach 1928 kam die große Depression, die diese Ungleichheit bereinigt hat. Das hat nicht ausgereicht. Danach kam der grauenvolle Zweite Weltkrieg und die Kriege sind die Gleichmacher, nicht nur vom Tod, sondern auch von den Vermögen über alle möglichen Zwangskonfiskationen und alle möglichen staatlichen Maßnahmen. Was sind die Auswirkungen? Man kann auf der ganzen Welt feststellen, die letzten 30 Jahre, die letzte Generation über ist die Ungleichverteilung immer stärker geworden. Rein ökonomisch, was bedeutet das? Wohlhabende Haushalte sparen mehr. Zum Beispiel die drei Personen der Familie Quandt, denen 62% von BMW gehört, denen wurden diesen letzten Monat etwa 1,2 Milliarden Euro Dividende ausgeschüttet. Pro Tag heißt es, man bekommt auf Girokonto pro Tag 1 Million Euro. Das können Sie nicht sparen, solche Beträge. Es ist unmöglich. Die Sparquote bei den wohlhabenden Menschen ist sehr viel höher als bei den Habenixen. Das heißt, wenn die Ungleichverteilung zunimmt, erhöht sich die Sparquote. Diese erhöhte Sparquote führt dazu, dass die Zinsen sinken. Das kommt gleich. Und auf der anderen Seite, dass die Masseneinkommen nicht Schritt halten. Ja, bei der zunehmenden Ungleichverteilung heißt es, der Durchschnittsverdiener kommt nicht mehr mit, weil die Ungleichverteilung gestiegen ist. Das hat zwei verschiedene Effekte. Zum einen ist durch diese erhöhte Ersparnisbildung steigt das Kapitalaufkommen. Es ist Kapital im Überfluss vorhanden. Ich habe das selbst gemerkt. Ich war 9 Jahre im Bankwesen tätig, 7 Jahre Investmentbanker bis 2002. Wir wussten teilweise nicht, wohin mit dem Geld in 3 verschiedenen Banken. Es war anlagesuchendes Kapital sehr viel da in den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre. Wo geht es hin? Wenn viel Kapital da ist, sinken die Zinsen und es springen die Branchen an, die sehr kapitalintensiv sind, die viel Geld brauchen, nämlich im Wesentlichen Immobilien. Und haben wir in Zeitungen gelesen, Immobilienkrise, USA, Spanien und sonst wo. Dort ist sehr, sehr viel Kapital hingeflossen, weil die Zinsen so niedrig waren. Zum Zweiten in Rohstoffe, Gold, Lebensmittel, Rohöl wurde viel spekuliert, das hat die Preise dort nach oben getrieben in den 2000er Jahren. Viel Geld ist auch in Unternehmenskäufe geflossen, das wissen die wenigsten. Da war ich zuletzt tätig als Investmentbanker, dass wir Unternehmensakquisitionen finanziert haben. Dort sind Beträge geflossen von einmal das deutsche Sozialprodukt. In diesem Wert sind Firmen gekauft worden im Jahr 2007. Also dort hat sich auch eine ziemliche Blase gebildet. Und das vierte, vermutlich das dramatischste, auch in der Industrie weltweit sind große Kapazitäten aufgebaut worden. Düngemittelfabriken, Kühlschrankfabriken, Automobilanlagen, Handyanlagen. Denn es war billig, das Geld war billig, es konnte gut investiert werden. Und wir sehen da heute Überkapazitäten und es hat noch bislang noch keine echte Bereinigung stattgefunden. Das erinnert an Prozesse, die hier von einem österreichischen Philosophen im April 1914 beschrieben werden, wodurch ich persönlich draufkomme auf diese Dinge. Der sagt im April 14: Es wird heute für den Markt ohne Rücksicht auf den Konsum produziert und dann wartet man, wie viel gekauft wird. Diese Tendenz wird immer größer werden, bis sie sich in sich selbst vernichten wird. Es entsteht dadurch im sozialen Zusammenhang genau dasselbe, was im Organismus entsteht, wenn ein Karzinom entsteht. Ganz genau dasselbe. Eine Krebsbildung, eine Karzinombildung, Kulturkrebs, Kulturkarzinom. Und die Ableitung aus dieser Aussage war klar, es wird eine große Bereinigung kommen. Und was wir dann von August 1914 bis im Prinzip 1945 gesehen haben, war die Folge dieser Prozesse, die der Mann da geschildert hat. Also auf der einen Seite sind die niedrigen Zinsen der letzten 30 Jahre bis Ausbruch der Finanzkrise ein Segen gewesen. Ja, Geld ist im Überfluss da, die Wirtschaft springt an, die Baubranche boomt, Arbeitsplätze entstehen, juhu, alle sind glücklich. Es sieht super aus. Das Weltsozialprodukt ist erheblich gestiegen, um etwa 131% von 1980 bis 2010, praktisch genauso stark wie das amerikanische Sozialprodukt. Also diese obere blaue Linie soll skizziert wiedergeben, das reale Wirtschaftswachstum auf der Erde und wir hatten ein sehr starkes. Auf der anderen Seite sind die Masseneinkommen zurückgeblieben, nämlich die Medianeinkommen, das sind jetzt Zahlen für die USA, die nach wie vor die wichtigste Ökonomie der Erde sind. Die Medianeinkommen sind in diesen 30 Jahren nur um 8% gestiegen. Medianeinkommen sind die Einkommen, die
genau der Haushalt in der Mitte hat, wo die Hälfte der deutschen Haushalte mehr hat und die andere Hälfte weniger. Und das ist sozusagen eine Messzahl für die Durchschnitt, für die Massenkaufkraft, das, was jedermann verdient. Ja, und wir sehen hier ein dramatisches Auseinanderfallen. Die Kapazitäten für Autos, Handys, Kühlschränke, Wohnungen hat sich ver2,3-facht, während die Masseneinkommen fast stagniert sind. Also hat sich eine sehr große Lücke aufgebaut. Wie kann das sein? Wer hat die ganzen Autos und Handys und Häuser gekauft? Der Trick war über Kredite. Ja, diese Gelder sind über das Bankenwesen recycelt worden und hunderte Millionen Haushalte auf der Erde haben eine Generation lang ständig mehr gekauft, als sie eigentlich konnten. Und dadurch ist dieser Keil entstanden, der geht so lange gut, bis die Banken den Geldhahn zudrehen. Das ist mit Lehman im September 2008 passiert. Und die Folgen sieht man an Spanien und Griechenland. Ja, wenn der Hahn wirklich zu bleibt, was bei diesen Ländern jetzt geschehen ist, dann stürzen diese Ökonomien dramatisch ab und sie kehren zurück auf den Pfad, den sie eigentlich aus eigener Kraft hätten erreichen können. Zur Unterlegung dieser Zahlen, wie sich die Verschuldung auf der Welt entwickelt hat, nur ganz, ganz wenige, nur diese eine gelbe Linie hier von 1980 bis 2010, das sind Zahlen von Boston Consulting Group, das ist eine sehr renommierte Unternehmensberatungsgesellschaft. In den 18 OECD-Ländern, in den reichsten Ländern der Welt, ist von 1980 bis 2010 die Verschuldung der privaten Haushalte im Durchschnitt auf das Sechsfache gestiegen. Real nach Inflation. Also 2010 hatte im Durchschnitt der westlichen Welt jeder Haushalt sechsmal so viel Schulden wie im Jahr 1980. Das nur zur Unterlegung, wo dieser Keil herkommt. Diese ganzen Handys, Autos und so weiter sind eben zum guten Teil auf Kredit, auf Pump und damit auf Sand gebaut, finanziert worden. Und jetzt stehen wir eben vor der Situation, dass dieser Keil in irgendeiner Form bereinigt werden muss. Das heißt, wir haben Überkapazitäten in der ganzen Welt. Es ist nicht ganz einfach, die abzuschätzen, wenn man die Zahlen von USA nimmt, könnte man sagen, circa jede dritte Fabrik auf der Welt ist überflüssig. Und nicht nur jede dritte Fabrik, dann ist auch jedes dritte Restaurant überflüssig und jeder dritte Friseur im Prinzip. Ja, dann ist alles dritte überflüssig. Das heißt, wenn das wirklich bereinigt wird, dann stehen wir vor dramatischen Schrumpfungsprozessen. Ähnlich wie 1914, als auch eine ähnliche Situation war, viel zu hohe Kapazitäten, die Nachfrage hatte nicht Schritt gehalten und dann kam eine Bereinigung auf kriegerische Art damals. Wenn man einen Blick in die Geschichte wirft, das Bild hier rechts gibt wieder ein paar Eckdaten zu den Vereinigten Staaten in der Zwischenkriegszeit von 1923 bis 1941 und die Linie hier zeigt die Arbeitslosigkeit in den USA in dieser Zeit. Man sieht, in den Roaring Twenties, in den brummenden 20er Jahren, war die Arbeitslosenquote um die 4% oder darunter. Dann kommt der schwarze Montag im Oktober 29, die Arbeitslosigkeit beginnt zu steigen auf 5-26% 1933. Sie geht dann runter, sinkt, befindet sich hier noch bei 15%, steigt dann wieder und bleibt bis 1940 jedes einzelne Jahr über 15%. Das heißt, die USA hatten 10 Jahre lang Massenarbeitslosigkeit. Die USA hatten nicht nur eine große Depression von 29 bis 32, sondern die USA sind 10 Jahre lang nicht aus der Krise rausgekommen. Der Weg aus der Krise raus für die USA war nicht friedlich, war Pearl Harbor im Dezember 1940. Und erst dadurch haben die USA diese Krise überwunden. Ein Zitat von Pius dem 11. aus der Enzyklika von 1931. Vor allem fällt aller Augen auf, dass sich in unserer Zeit nicht bloß die Reichtümer, sondern eine ungeheure Macht und die Diktaturgewalt anhäuft bei nur wenigen. Am schärfsten wird diese Macht ausgeübt von jenen, die als Besitzer und Beherrscher des Geldes auch die Oberherrschaft besitzen über den Zinskredit und in der Geldleihe unumschränkte Gebiete sind. Infolgedessen verwalten sie gewissermaßen das Blut, durch das die ganze Wirtschaft lebt, und drehen und wenden gleichsam die Seele der Wirtschaft so mit ihren Händen, dass gegen ihren Willen niemand schnaufen kann. Zitiert noch Schwarz-Wörger, das Büchlein liegt draußen bei dem Stand von humanen Wirtschaft. Eine vorzügliche Analyse, was passiert. 1931. Ein zweites Zitat aus dieser Zeit von 1935 von Edouard Daladier, der war damals
mehrmals Premierminister von Frankreich, Kriegsminister, Finanzminister, war angeblich auch in Wörgl, ist nicht ganz sicher. Also der mächtigste Politiker in der Zwischenkriegszeit, der auch 1938 die Münchner Verträge zum Beispiel mit Hitler unterschrieben hat, der sagt 1935, infolge der Durchsetzung der Verwaltungsräte, das ist das Äquivalent zu unseren Aufsichtsräten, die Kontrollgremien der Wirtschaft, sind in diesem Land der individualistischen Demokratie, Frankreich, 200 Familien, die unbestrittenen Gebieterinnen nicht allein der französischen Wirtschaft, sondern auch der Politik selbst geworden. Solche Gebilde hätte nicht einmal Richelieu im Königreich Frankreich geduldet. Also es ist nicht einmal, er sagt, selbst vor der französischen Revolution war die Ungleichverteilung, die Machtkonzentration geringer als 1935. Und interessant auch, die unbestrittenen Gebieterinnen der Politik selbst, sagt der mächtigste Politiker von Frankreich, ich bin nicht wirklich hier der Herrscher in dem Land, sondern diese 200 Familien. Es gab dann ja 1932, 33 dieses Experiment von Wörgl, will ich nur kurz darauf hinweisen, um dieses nicht zirkulierende Geld wieder in Zirkulation zu bringen. Das hat in der Gemeinde Wörgl hervorragend funktioniert. Aber will ich jetzt nicht darauf eingehen. Also die Grundargumentation ist wie folgt: Wir haben eine bestimmte Eigentumsordnung in unserem Land, eigentlich in der ganzen westlichen Welt. Diese Eigentumsordnung erlaubt Akkumulation von Vermögen in unlimitierter Höhe. Ja, wer halb BMW hat, darf halb Daimler dazu kaufen. Wer 10.000 Häuser hat, darf 10.000 weitere hinzukaufen. No limits. Diese unbeschränkte Eigentumsordnung führt über den Zinseszinseffekt, aber nicht nur über den Zins, sondern auch über Dividendenzahlungen und vor allem Bodenrentenzahlungen, führt zwangsweise dazu, dass die Ungleichverteilung im Laufe der Zeit über Generationen steigen muss. Diese steigende Ungleichverteilung führt dazu, dass die Sparquote steigt. Und das hat jetzt zwei Auswirkungen. Zum einen eben auf die Angebotsseite, auf das Sozialproduktwachstum, haben wir einen großen Aufschwung. Das ist zunächst ein Segen, das hat aber einen Kulminationspunkt, entwickelt dann Überproduktions- und krebsartige Strukturen. Und auf der anderen Seite haben wir eine große Menge von Einkommen, die nicht mit Schritt halten, die dann über Verschuldung doch noch Schritt halten und die dann zu Überschuldung führen. Und jetzt stehen wir vor so einer Bereinigung. Und die Bereinigung hat noch in keinster Weise begonnen. Lediglich in Griechenland und Spanien hat sie begonnen. Aber da ist vielleicht ein Drittel des Weges beschritten für Ökonomen. Also diese Bereinigung, die Finanzkrise, hat noch gar nicht wirklich angefangen. Auf dieser Basis hat nun der Euro stattgefunden. Und dieser Euro hat nochmal spezifische Ungleichgewichte hervorgebracht. Also was ist mit dem Euro passiert? Auf diesem schrägen Boden, auf dem große Teile der Weltökonomie stehen, baut eine zweite Schräge auf im Euroraum in Kontinentaleuropa. Der Euro ist de facto eingeführt worden 1995. Denn damals sind die Verträge unterschrieben worden und die Wechselkurse unwiderruflich festgelegt worden. Und ab 1995 sieht man hier, dass die Zinsen in den beteiligten Ländern dramatisch fallen. Das sind die langfristigen Zinsen, die 10-Jahres-Zinsen. Hier sind die kurzfristigen, die 2-Jahres-Zinsen. Und für Spanien zum Beispiel kann man sehen, was das ausmacht. Die Spanier hatten hier Zinsen von 14% vor Einführung des Euros und nach Einführung des Euros teilweise 2%, 3 Jahre lang. Es ist unglaublich, was dort geschehen ist. Ja, der spanische Häuselbauer musste vor Einführung des Euros beim 100.000 Euro Gegenwertkredit für ein Haus 14.000 Euro nur Zinsen zahlen, also pro Monat über 1.000 Euro. Nach dem Euro musste er noch 200 Euro Zinsen zahlen, unter 200 pro Monat. Also die Zinslast hat sich gesiebtelt. Das heißt, den Spaniern ist im Prinzip das Geld geschenkt worden. Das hatte dramatische Auswirkungen. Dazu kommt, dass die Inflationsraten im Euroraum unterschiedlich hoch waren. Nämlich in Mitteleuropa, vor allem in Deutschland, hatten wir sehr, sehr niedrige Inflationsraten über 15 Jahre. Das wird den Zeitraum 1995 bis 2009. In den südlichen, in den sogenannten Peripherieländern, hatten wir relativ hohe Inflationsraten von 40-50% kumuliert über 15 Jahre. Wir müssen ja, wenn wir einen Zins zahlen, die Preissteigerung abziehen oder bereinigen. Ja, wenn ich 5% Zins zahle und Inflation ist 5%, zahle ich real keinen Zins. Jetzt waren in Spanien, Italien oder Griechenland die Inflation sehr hoch. Das heißt, die hatten negative Realzinsen. Das heißt, wenn ich im Jahr einen Kredit aufgenommen habe, am Jahresanfang von 100 Euro, musste ich real am Jahresende nur 98 zurückzahlen. In Deutschland war es umgekehrt. Wir hatten die höchsten Realzinsen im Euroraum.
Durch die Einführung des Euros ist also die Zinsstruktur, und das ist der wichtigste Preis in der gesamten Marktwirtschaft, ist der Zins, denn der steuert, wohin die Kapitalströme fließen. Und diese Zinslandschaft war früher in Mitteleuropa, hatten wir die niedrigsten Realzinsen, Peripherie hohe. Durch Einführung des Euros ist es einfach auf den Kopf gestellt worden. Und damit sind auch für 15 Jahre die Kapitalströme auf den Kopf gestellt worden. Und es gab ökonomisch betrachtet, gelinde ausgedrückt, absurde Kapitalströme, um nicht zu sagen perverse Kapitalströme in Verwendungen, die nie und nimmer in keinster Weise ökonomisch gerechtfertigt waren. Sodass wir da Fehlentwicklungen von vielleicht 2.000 bis 3.000 Milliarden Euro haben, die in Verwendungen geflossen sind, die bei normaler Zinsstruktur, jetzt hat sie sich wieder geändert, keinen Bestand haben. Und deswegen ist in Kontinentaleuropa, im Euroraum, steht noch zusätzlich diese Euro-Bereinigung an. Zusätzlich zu diesen vorher genannten weltweiten Tendenzen, sodass das Epizentrum der Finanzkrise von Anbeginn an immer der Euroraum war. Man hat gemeint, es wäre von USA, das waren aber USA sieht auch nicht gut aus, hat momentan fast 25 Millionen Arbeitslose, denn die Zahlen werden, viele Menschen melden sich dort nicht mehr, also USA geht es nicht gut, aber das eigentliche Problem ist stärker in Europa als in USA. Man sieht hier nochmal, wie die Einführung des Euros gewirkt hat. Ja, in den sogenannten Peripherieländern hat sie einen Wirtschaftsboom eingesetzt, während Deutschland durch die hohe Zinslast wenig gewachsen ist und relativ hohe Arbeitslosigkeit hatte. Bis 2005 hatte Deutschland immer die rote Laterne, ja, durch diese hohen Realzinsen, die wir hatten, während die vor allem die Peripherieländer sagenhaftes Wachstum hatten. Und wir waren auch ganz stolz drauf, wir sind stark, wir werden Deutschland einholen und überholen. Es gibt da Studien dazu, die das gesagt haben, von vorzüglichen Analysten. Das war im Prinzip auf Pump gebaut. Es war eine Scheinblüte, die da stattgefunden hat. Und obwohl die Volkswirtschaft Deutschlands relativ stark gelitten hat unter dem Euro, gibt es Aussagen in entgegengesetzte Richtung. Also man muss unterscheiden, 2005, 2007 war Deutschland der große Verlierer vom Euro. Seit 2007, 8, seit der Finanzkrise, sind wir auf der Gewinnerseite. Aber es gibt hier die Aussage zum Beispiel vom November, Dezember 2011 von Larry Summers in der New York Times, wo er sagt, können die Deutschen nicht sehen, dass ihre Volkswirtschaft die Hauptgewinnerin der Spekulationsblasen in Griechenland und in anderen Ländern der Europeripherie war? Nein, sie können es nicht sehen, weil das nicht existiert hat. Denn wir hatten bis 2005 sehr hohe Arbeitslosigkeit, 5 Millionen Arbeitslosigkeit. Es ging Deutschland gar nicht gut ökonomisch. Also der breiten Masse der Bevölkerung, den großen Konzernen ging es recht gut. Aber die sind nicht das Volk, das sind die Konzerne. Also dort werden Aussagen getroffen. Larry Summers war früher Finanzminister, ein sehr einflussreicher Mann in einer Zeitung, der New York Times, eine sehr, sehr einflussreiche Zeitung, vermutlich die einflussreichste intellektuellen Zeitung in den USA, wo das Gegenteil der Wahrheit gesagt wird. Und noch stärker eine Aussage aus dem Wall Street Journal vom November 2011. Wall Street Journal ist die größte Tageszeitung in den USA, etwa 2 Millionen Auflage. Und in der Europa-Ausgabe stand 2011, dass Frau Merkel Deutschlands eiserne Kanzlerin ist, dass man Brüssel in Wirklichkeit Berlin buchstabieren muss, was eigentlich, wenn man die Entscheidungsprozesse ansieht, nicht zutrifft, und dass Deutschland das Vierte Reich plant. Steht Wall Street Journal, also nicht Boulevardpresse, sondern die finanzmäßig gesehen einflussreichste Zeitung der USA. Die Situation im Euroraum ist momentan im Prinzip ein bisschen gleich in einer tickenden Zeitbombe. Die Zahlen hier sind schon wieder ein bisschen veraltet. Das ist die Jugendarbeitslosigkeit in ausgewählten Ländern Europas. In Griechenland und Spanien ist mehr als 50% der Jugend arbeitslos. Man sagt zu jedem zweiten jungen Menschen, wir brauchen dich nicht. In Italien ist es beinahe 40%, während in Deutschland ist es gesunken. Das sind Dinge, die können nicht mehr lange halten. Ja, die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr stark in die Höhe gestiegen in den letzten 5 Jahren. Und das sind Zustände, die sozial auf Dauer schwer haltbar sind. Also wir sitzen da ein bisschen so auf einem Pulverfass oder tanzen ein bisschen am Rand eines Vulkans. Was steckt dahinter? Was könnten so tiefere Ursachen dahinter sein? Wall Street Journal spricht schon seit langem von der so-called Nuclear Option für Europa, für Kontinentaleuropa. Die Nuklearoption heißt, eine Kettenreaktion findet statt. Ein Land scheidet aus dem Euro aus oder geht bankrott und alle 15, 16 gehen bankrott. Und im Falle solch einer nuklearen Kettenreaktion, wie wir sie in Deutschland im Juni 1931 hatten, als damals die Danat Bank insolvent wurde in Deutschland und es gab dann Bankfeiertage unter Brüning, der Geldfluss ist versiegt
Und das hat Deutschland eigentlich erst den Todesstoß der Wirtschaft gegeben. Ab Sommer 1931 ist es eigentlich allen Ökonomen und auch Nicht-Ökonomen klar, wenn die Banken wirklich zumachen und Staatsinsolvenzen erklärt werden, dass dann dramatische Zustände kommen. Und diese Nuklearoption ist eben, versucht man um jeden Preis zu verhindern, zu Recht, ja, denn wenn die kommt, ist es ziemlich übel. Also jedenfalls ist es eingepreist und von Wall Street Journal schon seit Jahren diskutiert, dass das eine Möglichkeit ist, wenn solch eine Bereinigung kommt, in welcher Form auch immer, sei es als Kettenreaktion, sei es als schleichende, anämische oder schrumpfende Entwicklung, wie wir es in Spanien oder teilweise auch Portugal oder Griechenland sehen, heißt es, dass Europa in eine Art Chaos, in soziale Unruhen gestürzt wird und dass Europa, Kontinentaleuropa, einige Jahre lang entweder nicht mehr investiert oder gar desinvestiert. Was wir letztes Jahr in London gesehen haben, dass Straßenzüge brennen, wenn die jungen Menschen auf die Straße gehen, wenn sie keine Perspektive mehr hat, dass man sagt, dass wenn mit dem Euro sich die Krise verschärft, dass dann in Kontinentaleuropa wirklich sehr, sehr unschöne Prozesse stattfinden, dass dort dann die Kapazitäten im Prinzip über Bürgerkrieg, Chaos, Unsicherheit, Massenarbeitslosigkeit, dass dort die Überkapazitäten langsam rausgenommen werden. Und das wäre eine Lösung der Überkapazitäten. In Mitteleuropa hat nach wie vor eine starke Industriebasis. Und irgendwo auf der Erde muss etwa jede dritte Fabrik rausgenommen werden. Und da wird es harte Verteilungskämpfe geben. Ja, und wenn in Europa die rausgenommen werden, dann muss relativ gesehen in Asien oder Amerika oder auch in Großbritannien weniger rausgenommen werden. Es wird ja nicht gesagt, dass manche Länder gewinnen von der Krise, sondern es gibt immer relative Verlierer. Es gibt welche, die viel oder alles verlieren und manche, die relativ wenig verlieren. Und die wenig verlieren, haben dann möglicherweise Nutzen davon. Die Frage cui bono, wessen Nutzen? Da gibt es bestimmte Kräfte oder Gedanken, die wissen, dass es kommen muss und dann versucht man das dorthin zu wälzen, dass es einen nicht selbst trifft. Ja, und möglicherweise, jeder, der sich das in Ruhe durchdenkt, konnte eigentlich sehen, dass diese Prozesse nicht sehr gut gehen würden. Und es ist die Frage, ob nicht dieser Euro eingeführt wurde, um eine große Illusion zu schüren. Ein großartiges Ideal, werdet Brüder, schlagt euch nicht mehr die Köpfe ein, sondern werdet friedlich. Ein großartiges Ideal, das zu früh kommt, weil noch zu viele Nationalismen und Ressentiments auf den Grundseelen der Völker ruhen. Also ein Ideal, das zu früh kommt und das dann das Gegenteil dessen bewirkt, was man eigentlich nach außen verkündet, dass man weiß, es kommt eigentlich genau das Gegenteil. Also möglicherweise könnte auch sein, dass das ein Experimentierfeld war, wo manche wussten, wie der Ausgang in etwa sein würde. Man kann nicht sagen, so wird es sein. Das ist wie zwei Schachspieler. Ja, man sieht die Züge, man weiß, wo der Gegner steht und wie gut der spielt und sieht dann in etwa, welche Züge der machen wird und wo dann nach ein, zwei Jahrzehnten die Sache stehen wird. Also möglicherweise hat es viel tiefer gehende Gründe. Was sind die geistigen Hintergründe hinter den geschilderten Prozessen? Also zum einen ist naheliegend, wenn die Vermögenskonzentration auf der ganzen Erde, auch Deutschland, auch Europa, immer größer wird, heißt es, dass bei wenigen Menschen sich immer mehr Macht konzentriert. Joseph Stiglitz, ein amerikanischer Nobelpreisträger der Ökonomie, sagt, das System ist gemacht of the 1%, for the 1%, by the 1%. Also die oberen 1% haben das Wirtschaftssystem fest im Griff, hat in einem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, von Joseph Stiglitz. Also was man sicher sagen kann, dass zum Beispiel die Macht der Notenbanken deutlich steigt, wenn die Menschen verschuldet sind und die Notenbankpräsidenten, wenn Zinsänderungen machen, können viel mehr die Menschen beeinflussen, als wenn die Menschen schuldenfrei sind. Dann für Militär ist es sehr viel leichter zu rekrutieren. Wir haben Studenten berichtet, vor 2007 war für die US Army ziemlich schwierig, Leute zu rekrutieren, Irak, Afghanistan, 4000 Tote, da mussten feste Prämien bezahlt werden. Heute oder in jüngerer Zeit wird wohl den US-Militär die Bude eingerannt, weil so viele Arbeitslose sind. Also auch unter Militärgesichtspunkten, wenn ich jetzt General bin zum Beispiel, ist es günstiger für militärische Aktionen, wenn Massenarbeitslosigkeit Arbeitslosigkeit ist, als wenn Vollbeschäftigung ist. Dann gibt es auch immer Krisengewinner. Also viele, viele verlieren, aber es gibt auch immer Gewinner. 1907 gab es eine Weltwirtschaftskrise, eine dramatische Finanz- und Wirtschaftskrise, bei der Millionen von Existenzen ökonomisch vernichtet wurden. Die amerikanischen Gefängnisse waren überfüllt, weil die Menschen ihre Not gestohlen haben. Und diese Krise ist meiner Überzeugung nach von John Pierpont Morgan herbeigeführt.
herbeigeführt worden und Rockefeller herbeigeführt worden. Und Morgan hatte damals das größte Bankimperium der Erde, 134 Banken, hat bis zum 22. August 1907 Kredite vergeben, die Wirtschaft angefacht, auch die Börse angefacht, hat am 22. Oktober sehr viele dieser Kredite nicht mehr verlängert, ein Crash herbeigeführt. Es gab dann einen dramatischen Wirtschaftseinbruch, wo viele, viele Menschen arbeitslos geworden sind. Er hat im Tiefpunkt der Krise gewartet, bis die Konkurrenz zerstört ist oder hat sie für wenige Cent aufgekauft, dann einen Notkredit gegeben und wird dann als Retter der US-Wirtschaft bezeichnet. Und er war nach der Krise der mit Abstand reichste Mann dieser Erde, zusammen mit Rockefeller. Rockefeller hatte etwa das dreifache Vermögen von Bill Gates heute nach dieser Aktion. Worauf das rausläuft ist, es gibt immer Krisengewinner. Und wenn wir glauben, alle wollen eine Krise vermeiden, so ist es ein naiver Glaube. Es gibt welche, die wollen Krisen nicht vermeiden, sondern die verdienen an Krisen. Man hat es ja in verschiedenen Staatsanleihenabstürzen gesehen in jüngerer Zeit. Es ist nur die Frage, wie ist die Machtverteilung, wer sitzt an den entsprechenden Stellen? Und zum Beispiel am 1.2. August 1914 haben weltweit vermutlich 40 Männer entschieden über Heil und Unheil der Erde. Nämlich die Kriegsentscheidungen sind bei maximal 3-4 Dutzend Menschen gelegen. Also die Kräfteverteilung, wer dann entscheidet, ob jetzt die Krise kommt oder nicht, die hat nichts mit den Mengenverteilungen oder auch nicht unbedingt mit Demokratie zu tun. Also wir stehen hier vor starken plutokratischen Tendenzen, plutokratisch im Sinne von Herrschaft des Geldes. Sagt man, naja, Geld regiert die Welt, haben wir schon immer gewusst, ja. Das ist aber ein bisschen verharmlosend, denn diese Bündelung der Macht, die wir sehen, auf Italienisch heißt das Bündel il Fascio und daraus leitet sich ab der Begriff il Fascismo, ja, der Faschismus. Und in Italien kommt der Faschismus daher, dass das die Bündelträger war, dass einige wenige in der Gesellschaft die Macht hatten. Und in diesem Sinne stehen wir in großen Teilen der Welt vor deutlich faschistischen Tendenzen. Ich sage dann nicht, wir haben Faschismus oder dass wir Frauenverachtung oder Krieg oder starke Nationalismen haben, wobei die stark im Kommen sind, sondern ich spreche von Faschismus im Sinne von sehr starker Machtkonzentration und immer mehr abnehmenden Demokratieprozessen. Was steckt dahinter? Vermutlich sind diese ökonomischen Prozesse nur Steigbügel, nur Helfer für ganz andere Prozesse, die möglicherweise mit den Menschen beabsichtigt sind. Nur ein kurzer Hinweis auf die Menschenrechte. Nach dem Zusammenbruch des World Trade Centers in 9/11 2001 ist 6 Wochen später in atemberaubender Geschwindigkeit der sogenannte Patriot Act verabschiedet worden, in dem maßgebliche Teile der US-Bürgerrechte ausgehebelt wurden. So seit Oktober 2001 kann bei Verdacht auf Terrorismus können die E-Mails gelesen werden, also von den Geheimdiensten, von der Polizei, können Briefe geöffnet werden, können die Telefone abgehört werden, die Bankaccounts abgefragt werden. Man kann 7 Tage ins Gefängnis geworfen werden ohne Recht auf Anwalt. Also sind einige recht tiefgehende Bürgerrechte sind mit diesem Patriot Act ausgehebelt worden und möglicherweise stecken solche Prozesse dahinter, dass es noch um ganz, ganz andere Dinge geht, nämlich um Freiheit, Menschenwürde. Auch in Europa werden immer mehr diese Entscheidungen antidemokratisch gefällt von Menschen, die wir gar nicht kennen, die keiner von uns gewählt hat, ja, im IWF, in der EZB, die sogenannte Troika, wer ist das eigentlich? Das sind alles nicht demokratisch legitimierte Entscheidungen, die über den Staatshaushalt von Ländern entscheiden. Ich meine, sehr viel wichtiger als über die Geldverwendung von Ländern zu entscheiden. Also jedenfalls ist es sehr wichtig. Ja? Und da wird Demokratie auch in Europa zunehmend ausgehebelt. Warum berichten die Medien relativ wenig über die jetzt skizzierten Dinge? Ja, man muss einen Blick werfen, wem gehören die Medien? In Italien wusste es bis vor kurzem jeder, bis solange Berlusconi dran war. Der hatte 5 von 7 Fernsehsendern direkt unter seiner Kontrolle. Aber auch wenn wir in Deutschland schauen, wem gehören die Medien, es sind nicht sehr viele große Familien. Gegen Friede Springer in Deutschland zu regieren, ist sehr schwer. Also es gibt aber auch noch andere, Bertelsmann, Mohn, es gibt andere Gruppierungen, denen die Medien gehören. Und diese Medieneigentümer sind sehr wohlhabende Menschen, die profitieren, die sind Nutznießer der geschriebenen Umverteilungsmechanismen und lesen es ungern in der Zeitung. Also Familie Quandt hat jetzt kein Presseimperium, aber liest ungern in der Zeitung, wir kriegen jeden Tag 1 Million auf Giro, jeder von uns dreien. Wofür? Ja, für unsere Arbeit. Also das lesen die Menschen nicht gerne und deswegen wird auch in den vielen Medien davon nicht berichtet. Ein zweites ist Werbung, dass zum Beispiel bei den Zeitungen
zwei Drittel der Umsätze generiert werden über Inserate, über Werbung und Anzeigen. Und wes Brot ich esse, das Lied ich sing, darüber berichte ich nicht oder wenig. Also ich war vor 25 Jahren Aktivist bei Greenpeace in München und da ist ein kleines Leck geschehen bei der Firma Togal, das ist so ein kleiner Pharmahersteller in München. Und da sind Kollegen von mir von Greenpeace zur Süddeutschen Zeitung gegangen, hört her, Sauerei, da berichtet drüber, da hat die Süddeutsche geantwortet, Togal ist ein guter Anzeigenkunde von uns, wir wollen von einer Berichterstattung absehen. Von diesem Vorfall haben wir nichts gesehen, in der Presse nichts gelesen. Also, unsere Presse ist sicher sehr, sehr viel freier, als sie jemals zu DDR-Zeiten war oder unter NS-Zeiten. Wir haben viel zu verlieren. Oder wenn wir in andere Länder schauen, wo viele Journalisten in Haft sitzen. Aber zu glauben, dass wir eine wirklich freie Presse haben, das ist sehr naiv. Ja, manche Dinge werden strukturell unterberichtet oder nicht berichtet. Und noch ein letzter Punkt, bevor es dann zu Wegen aus der Krise geht. Die Wissenschaft. Nun kann man ja sagen, bei Unternehmen, die vertreten bestimmte Interessen, über die sie berichten oder nicht berichten wollen. Aber die Wissenschaft, das sind eigentlich Idealisten. Viele meiner früheren Freunde sind jetzt in der Republik verteilt, als Volkswirte überwiegend, haben Professuren und alles Mögliche. Die wollen ja wirklich die Wahrheit finden und analysieren und wissen. Das sind ja, waren ja alles im Prinzip nette Kerle, die meisten. Und jetzt, wenn wir uns mal die führenden Volkswirte von Deutschland ansehen, die fünf Weisen, die hatten am 12. November 2008 diese Wachstumsprognosen getroffen für das Jahr 2009. Nämlich Exportwachstum plus 0,4, Ausrüstungsinvestitionen minus 6,3, Wirtschaftswachstum 0,0. Knapp 12 Monate später sind diese Ergebnisse hier eingetreten. Also sie waren total, komplett falsch. Das sind die Berater von Frau Merkel. Es sind keine Konsequenzen gezogen worden. Es wurde keinem ein Rücktritt nahegelegt. Auch beim folgenden Aufschwung waren die Prognosen vollkommen falsch. Also wir haben hier eigentlich eine Art tragisches Versagen der Ökonomen, worüber auch Konsens herrscht in der Presse. Ja, das war nicht gut. Da haben viele, viele von uns daneben gelegen. Was steckt dahinter? Wie wird man Ökonom? Wie wird man führende Ökonom? Also zunächst studiert man das Grundstudium, heute Bachelorstudium. Da wird man schon mit bestimmten Axiomen vertraut gemacht, mit Grundannahmen. Die eine Grundannahme ist, Eigentum an Grund und Boden muss definiert sein und in beliebiger Höhe. Eigentum, also die Verteilung spielt keine Rolle. Eigentum an allen Dingen in beliebiger Höhe ist ein Muss. Das ist gut, richtig und wichtig. Zins und Zinseszins ist gut, richtig und wichtig. Unternehmen sind Profitmaximierer, private Haushalte sind Nutzenmaximierer, eine schauderliche Karikatur von uns Menschen, auch von Unternehmern. Das ist eine absolute Verzerrung. Also es sind im Wesentlichen 5, 6 Axiome, auf denen die ganze Ökonomie basiert. Und wenn diese Axiome falsch sind, dann sind auch die Modelle, die darauf basieren, falsch. Und dann sind auch die Ergebnisse falsch. Und insofern, diese Axiome werden von klein auf, ich habe selbst an meiner Tochter im dritten Semester VWL in München studiert, da haben wir zu Hause Diskussionen drüber. Die sieht die Dinge teilweise ganz anders. Also Sie kriegen von Anfang an diese Axiome eingeimpft, dann machen Sie den Master, dann machen Sie die Doktorarbeit und dann, um Professor zu werden an einer Uni, muss man eine Habilitation verfassen. Und das läuft heute so ab, dass man 2 Aufsätze schreibt in führenden Ökonomiejournalen. Und die 70 führenden Ökonomiejournale der Welt sind alle angelsächsisch, sind alle englisch und sind zum größten Teil in USA und England ansässig. Und diese 70 basieren alle auf Mainstream-Ökonomie, auf 5 Axiomen und auf sehr, sehr neoliberalen Grundaussagen. Und wer sich diesen Grundaussagen nicht anschließt, der veröffentlicht dort nicht, der wird kein führender Ökonom in der gesamten westlichen Welt. Das ist ein bisschen wie früher in der Akademie der Wissenschaft in Ost-Berlin. Wer wurde der Professor? Ja, 36 Bände, Marx, Engels Werke, auswendig gelernt, super Top-Ökonom. Adam Smith oder Milton Friedman, das ist kein Ökonom. Ja, es ist ähnlich, natürlich viel, viel subtiler bei uns, ohne Stasi oder ohne Gestapo. Ja, wir können dankbar sein, wir haben nicht diese ganzen grauenvollen Dinge. Aber von der Sache her findet da ein Brainwashing statt und wer dem sich nicht anschließt, der hat keine Chance, der wird kein Spitzenökonom. Und nochmal, wenn diese Axiome falsch sind, zum Beispiel Zinseszins nicht richtig ist, dann können diese Ökonomen nicht sehen, dass ein Crash kommt, weil sie sagen, wo ist das Problem? Also es ist ein bisschen tragisch, was die Ökonomenzunft angeht, weil dort gibt es ganz, ganz viele sehr idealistische Menschen.
Wege aus der Krise. Also die entscheidende Frage ist, wer macht die Regeln an den Weltkapitalmärkten? Und um nochmal Joseph Stiglitz zu zitieren, er sagt, die oberen 1% machen diese Regeln in ihrem Sinne, nämlich über Lobbyarbeit, über Verquickungen von Politik, Medien und Wirtschaft. Wir müssten im Prinzip die Vermögensstrukturen ändern, dann können sich auch die Anreizstrukturen ändern, dann kann auch der Wachstumszwang versiegen, wie wir heute Morgen bei Nico Pech gehört haben, und dann kann auch eine geordnete Schrumpfung oder eine Stagnation oder was immer stattfinden. Aber solange wir Zins und Zinseszins haben und riesige Kapitalmassen, die nach rentierlichen Anlagen suchen in Boden, in Dividendenform und in Zins, solange wird dieses System sich nicht ändern, diese Anreizstrukturen. Also das Kernproblem ist die Exponentialfunktion, die blaue durchgezogene, die führt circa alle 70 Jahre zu einem Crash. Eine Erbschaftssteuer reicht nicht. Das schiebt zwar diese Kurve raus, alle 25 Jahre zum Beispiel 25% wird weggenommen, aber dann wächst es wieder weiter. Eine progressive Einkommensteuer, zum Beispiel 50% für die Wohlhabenden, reicht nicht, das schiebt nur die Kurve raus, nur in die Zukunft. Dann wird der Crash um ein, zwei Generationen verschoben, der Zusammenbruch. Wir müssen an die Vermögen selbst ran. Und da gibt es im Prinzip diese drei Vermögensarten, die skizziert wurden. Entweder Zinseszins, was ja hier sehr stark Thema ist und was auch der Ansatz von Christian ist, Christian Gallery, ja zum Beispiel für Griechenland, die ist einfach den Zins aufheben, was auch Margaret Kennedy ja heute Morgen gesagt hat, mit dieser Umlaufsicherung. Dann wird der Zinsteil von den Renteneinkommen ausgeschaltet. Aber das allein reicht natürlich nicht, denn wir haben auch noch den Bodenteil, die Bodenrenten, die fließen, und wir haben auch noch den Dividendenteil, die Unternehmensanteile. Wenn ich nur eins dieser drei besteuere, wird das Kapital ausweichen in die anderen beiden. Und insofern wäre hier der Vorschlag zum Beispiel eine Vermögensteuer auf nicht selbst genutztes Bodeneigentum. Also wer nicht der Häuslebauer, von mir ist auch jemand, der drei Wohnungen vermietet, und nicht der Landwirt, der den Boden beackert, sondern die, die 10.000 Häuser besitzen, wie die großen US-Investmentgesellschaften, denen GACFA gehört und so Dinge, die eigentlich nur die Hand aufhalten, ohne dafür zu arbeiten. Und da gibt es auch schlecht politische Gegenargumente, denn der Boden kann nicht nach Luxemburg fliehen. Aber Boden allein könnte man im Prinzip sofort ansetzen, es reicht aber auf Dauer nicht. Man muss auch an die Dividenden ran, also zum Beispiel die Menschen, die nicht im Unternehmen mitarbeiten, dass die keinen Anspruch haben auf Entgelt, denn sie arbeiten nicht dafür, und dann eben diese Aufhebung des Zinseszinses. Das würde bewirken, dass die Löhne in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, um circa ein Drittel sofort steigen könnten. Wenn Sie die Bilanz von BMW durchgehen und schauen, wie viel Zins fließt, wie viel Dividenden fließen, wenn Sie die Zins- und Dividendenzahlungen ausschalten, könnten Sie die Löhne von allen BMW-Werkern sofort um ein Drittel erhöhen. Ja, das sind diese Flüsse, die eben von allen zu relativ wenigen fließen. Bei BMW ist es besonders krass, weil es an drei Menschen fließt. Ja. Also auch ein Wirtschafts-, die Krise in Griechenland. Und Onassis war bekannterweise ja ein Grieche, sehr, sehr reich. Wenn man heute diese Maßnahmen in Griechenland einführen würde, also ich mache jetzt nicht wie Christian, der stark sich auf das konzentriert. Ich sage, wenn man zum Beispiel eine substanzielle Vermögensteuer einführen würde, aber nicht für die kleinen Leute, sondern für die großen Leute, dann könnte man dieses Geld nehmen, diese Berge, die sich gebildet haben in 30 Jahren, langsam abschmelzen und den Zustand wiederherstellen von vor 30 Jahren. Und die Krise wäre ökonomisch relativ leicht zu überwinden in Spanien und Griechenland. Denn es würde dann diese Flüsse, die seit 30 Jahren nach oben fließen, langsam wieder runter. Also ich spreche nicht von russischer Revolution und Stalin, der 10 Millionen Menschen umgebracht hat auf grauenvolle Weise, sondern dass wir das friedlich hinbekommen, indem wir langsam diese Zuwächse wieder rückführen, und dann ist die Krise überwunden, denn dann steigen die Masseneinkommen der normalen Leute und dann ist die Nachfrage da und die Lücke, dieser Keil, wird dann langsam geschlossen. Also ökonomisch wäre ein Vermeiden der Euro-Krise, ein Vermeiden der kommenden Finanzkrise ganz einfach. Aber das würde eben, Schuldenschnitt heißt Vermögensschnitt, und wir kommen immer wieder rauf, es geht irgendwann an die Vermögen. Also das wäre einfach. Dann noch zum Schluss, was müssten wir sonst machen? Unsere Medienstruktur überdenken. Ja, wie werden wir informiert? Werbung einschränken, zum Beispiel einen steigenden Mehrwertsteuersatz. Das ist ein eigenes Thema. Über Werbung werden wir sehr stark desinformiert. Auflösung des Filzes. In unserem Land ist Korruption viel niedriger als in den meisten anderen Ländern der Welt. Aber trotzdem gibt es unglaubliche Verfilzungen an den Spitzen zwischen Ökonomie, zwischen Politik, zwischen den Medien, ja, Drehtüreffekte, Bundestagsabgeordnete, die Nebeneinkünfte haben aus der Ökonomie,
Politiker, die später gute dotierte Posten in der Wirtschaft bekommen und umgekehrt Wirtschaftsleute, die in die Politik wechseln. Da ist ein dramatischer Filz, der gehört im Prinzip radikal getrennt, auseinandergezogen. Kein Einfluss auf Medien, kein Einfluss auf Politik. Diese drei Dinge müssten radikal getrennt werden und dann könnten wir auch erst anders informiert werden und anders handeln. Dann als letztes, was kann jeder Einzelne tun? Das war ja heute von Nico Pech angesprochen, unnötiger Konsum. Ich bin da jetzt nicht drauf eingegangen, nach Joseph Beuys, dem sehr bekannten Künstler des 20. Jahrhunderts, ist etwa 90% dessen, was wir tun im Berufsleben, schädlich oder unnötig. Selbst wenn man jetzt nicht mit Beuys geht und sagt, vielleicht nur 50%. Es geht hier nicht um ein paar wenige Prozentpunkte, es geht um substanzielle Teile dessen, was wir tun. Und da müssen wir Konsumenten als Verbraucher, wir Verbraucher müssen da mitspielen als Menschen, indem wir auch Dinge konsumieren, die wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht unbedingt brauchen. Insofern wäre hier der Ansatz, dass jeder Einzelne meditieren kann, sinnieren kann, wo kann ich auf Unnötiges verzichten? Und wenn das viele Menschen tun und danach langsam ihr Leben danach einrichten, so wird es uns allen besser gehen. Auch wenn die Mainstream-Ökonomie sagt, wir werden an Arbeitslosigkeit, Depression, das stimmt alles nicht. Es ist eine Frage der Verteilung der Arbeit. Oder manche Menschen beginnen, wo kann ich auf Unnötiges verzichten, darüber zu sinnieren, zu meditieren, dann wird sich langsam unsere Gesellschaft ändern und es wird uns allen auch ökonomisch besser gehen. Umgang mit Kapital und Zinsen. Wir lesen oft, ihr Geld arbeitet für Sie, das ist eine Unwahrheit, Geld kann nicht arbeiten. Auch Kapital kann nicht arbeiten, der Rasenmäher fährt nicht von allein. Auch die CNC-Maschine, die automatische CNC-Maschine läuft auch nicht von allein. Da ist unglaubliches Ingenieurs-Know-how und Menschen, die sie bedienen, Menschen, die sie ver- und entsorgen. Geld arbeitet nicht. Insofern kann jeder Einzelne kann darüber nachdenken, was macht die Bank mit meinem Geld, mit meinem Ersparten, wie geht die damit um. Jeder Einzelne kann darüber sinnieren. Von Geld kann man nicht leben, man lebt immer von der Arbeit anderer Menschen. Die anderen Menschen kleiden mich, ernähren mich, sorgen für meine Wohnung. Wenn Menschen darüber nachdenken, wird sich auch langsam ein anderer Umgang mit Geld ergeben. Und ein drittes, Rechte und Pflichten. Bei uns werden sehr stark schon im Bildungssystem immer die Ansprüche und Rechte, die man hat, verankert. Eine Steuersenkung steht in Bild-Zeitung am nächsten Tag, das steht Ihnen zu, darauf haben Sie Anspruch. Kein Mensch denkt über die Pflichten nach. Ja, noch Immanuel Kant hat gesagt, Pflicht, du heiliger Begriff. Ja, wenn jeder nur versucht, so viel wie möglich rauszuziehen, Steuern zu vermeiden, wer baut unsere Schulen? Auch, es gibt ja auch Hartz-IV-Fehlverwendungen oder auch Gesundheitsleistungen, die missbraucht werden. Ja, also es ist nicht auf die Reichen beschränkt, es ist, kann jeder auf allen Ebenen fragen. Man kann sich bewusst machen, alles, was man von der Gemeinschaft in Anspruch nimmt, alles, was man beitragen könnte und nicht beiträgt, bewirkt, dass alle anderen mehr arbeiten müssen. In dem Satz kann man auch sinnieren, meditieren und dann langsam sein Handeln im Laufe von Monaten, Jahren oder Jahrzehnten einstellen, dann wird sich langsam von unten die Wirtschaft ändern und unser ganzes Leben, die ganze Gesellschaft ändern. Also das wären jetzt die Prozesse von unten. Jeder Einzelne ist kostbar, jeder Einzelne kann dazu beitragen. Literatur gibt es dazu. Und letztlich, um nochmal auf die geistigen Hintergründe einzugehen, letztlich müssen wir vermutlich, um wirklich zu einer menschenwürdigen Zukunft zu kommen, auch eine spirituelle Dimension angehen, entweder über zum Beispiel Albert Schweitzer oder über den vorhin genannten österreichischen Philosophen, der sagt, die Lösung der sozialen Frage liegt in der Anerkennung der göttlich-geistigen Natur des Menschen, in der Anerkennung dessen, dass dasjenige, was vom Menschen hier als physischer Leib auf der Erde herumgeht, nur der äußere Ausdruck ist für etwas, was in jedem Menschen aus der Ewigkeit hereinleuchtet. Dass ich also in jedem Mitmenschen diesen göttlichen Funken, diesen ewigen Funken sehe, auch in der Natur, in der Kreatur. Und nur dann kann letztlich wahre Mitmenschlichkeit und wahre Menschenwürde entstehen. Danke. Das sind Fragen.